Hallo und willkommen zurück bei Gothic Reloaded. Wir haben beim letzten Mal mit Torus gesprochen, der hat uns zum Diego geschickt und mit dem wollen wir doch auch gleich mal reden. Hallo Diego. Ich habe mit Torus geredet. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Okay. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Mhm. Okay, bei wem kann ich was lernen? Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht zu wissen. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Ja, was ist das denn? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Okay. Ja, wo finden wir die alte Mine? Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Oh. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Bekommen wir die Karte dann umsonst? Das ist... Ja, das ist doch gut. Geld haben wir nämlich keines. Okay, die wichtigen Leute. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Mhm, okay. Ja, bei wem können wir denn was lernen? Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Mhm. Ja. Kannst du mir was beibringen? Genau. Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Okay, ich glaube, wir haben noch keine Lernpunkte. Sonst würde ich jetzt mal gleich was in Stärke investieren. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Musst du ja nicht gleich so muffig werden. Okay, das machen wir dann ein anderes Mal. Es gibt viel zu lernen. Okay, ja. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ja, wir haben noch nichts gemacht, das können wir uns sparen, aber das hier können wir ihnen sparen. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir doch jetzt erst einmal den Graham. Der muss sich doch hier irgendwo rumtreiben. Grim? Nee, Grim war es nicht. Wen haben wir hier? Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Warum denn? Die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Ja, das haben wir schon gemerkt. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber... So eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Naja, so läuft der Hase, ist schon klar. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Mhm. Ja, okay, wir haben ja sowieso nichts. Wir fragen immer, wie viele er haben will. Nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz. Mehr brauche ich nicht. Und das aber wahrscheinlich regelmäßig, oder? Jetzt nicht nur einmalig, weil ich sonst 10 Erz ist ja jetzt nicht so viel. Ich habe aber keine 10 Erz. Ein Erz gegeben? Dann nehme ich das, was du hast, ist schon okay.
Du kannst ja beim nächsten Mal die volle Summe zahlen. Ah ja, okay. Lass mal sehen. Ich nehme auch kleine Spenden. Es ist der gute Wille, der zählt. Danke für das Erz, Kleiner. Von jetzt an werden wir ein Auge auf dich haben, solange du im Lager bist. Okay, ob das gut ist, weiß ich nicht. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Okay, das klingt... Ja, geh da mal vorbei. Im ersten Moment klingt es ganz gut, dass die auf uns aufpassen, weil wir können hier ja jetzt einfach nochmal gar nichts. Das ist ja wirklich wahr. Die Frage ist... Ach, da ist der Graham. Die Frage ist, wie oft müssen wir dem denn da was bezahlen für? Ich meine, irgendwann sind wir stark genug, da können wir auf uns selbst aufpassen. Aber jetzt gerade ist es eher so, dass wir schon ein bisschen Hilfe gebrauchen können. Hallo Graham, wir kommen von Diego und wollen eine Karte haben. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich will eine Karte. Ja? Karte kaufen? Nee, das müssen wir gar nicht. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Okay, das macht ja wahrscheinlich auch wirklich... eine Menge Arbeit, diese Karten zu machen, aber wir haben das Erz jetzt nicht. Aber ihm auch auf die Fresse hauen will ich ihm jetzt auch nicht. Ich meine, der ist ja jetzt nicht scheiße zu uns. Ja gut, ich werde die Karte bezahlen. Hier, nimm das Erz. Wir haben ja nichts, wir probieren es mal. Ich werde die Karte bezahlen. Hier, nimm das Erz. Beschaff dir erstmal ein bisschen Erz. Ja. Geh Tiere jagen oder Pilze sammeln. Du kannst den Krempel dann hier im Lager zu Erz machen. Ja, okay. Ja, dann kommen wir wieder. Dann soll er seine 20 Erz bekommen. Das ist ja auch irgendwie nur fair. Es ist zwar nur ein Spiel, aber man muss ja fair bleiben. Okay, wir speichern einmal ab, würde ich sagen. Und dann wagen wir uns raus. Erstmal, bevor wir hier weitermachen und versuchen tatsächlich mal ein bisschen was zu sammeln, dass wir was verkaufen können. Und vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Also hier, die Welt ist ziemlich gefährlich. Das muss man... Ah, da ist gleich schon das erste Vieh. Die Welt ist ziemlich gefährlich. Wir werden wahrscheinlich oft sterben. Aber wenn wir jetzt hier mal nur so einen einzelnen... Können wir vielleicht... Ui, ja, da sind wir schon fast drauf gegangen. So viel zum Thema, wir gehen mal raus und sammeln mal eben was. Okay, jetzt haben wir zwei Fleischbrocken. Oh Gott. Ja, okay. Ich glaube, auf noch ein Vieh sollten wir jetzt nicht unbedingt stoßen. Würde ich mal sagen. Gucken wir da. Ach, da ist schon das nächste Vieh. Ich wollte gerade sagen, gucken wir da mal runter. Wer läuft denn daher? Den könnten wir ja eigentlich mal hinterherlaufen. Vielleicht haben die irgendwas für uns zu tun. Gucken wir mal. Hauptsache, die greifen uns jetzt nicht an, weil wir haben keine Energie und wir sind auch nicht gerade kampferprobt. Was haben wir hier? Ein Orkblatt. Das nehmen wir auch mit. Okay, die kümmern sich um den. Das ist gut. Dann sammeln wir gleich das Fleisch ein. Hallo Jungs, wer seid ihr denn? Kommt doch mal her, bleibt doch mal stehen. Ja, da fällt er da runter. Toll. Ein Templer und... Gornadrak. Hallo, Gornadrak. Hi. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Okay, die treiben sich also auch an der alten Mine rum, nicht nur die aus dem Lager. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Mhm. Ja, können wir das auch lernen. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Okay, das ist gut zu wissen. Schön, dass wir das jetzt praktisch umsonst lernen konnten, aber einen Mindcrawler können wir garantiert eh noch nicht besiegen. Okay, wofür braucht ihr das denn? Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Okay, die große Anrufung. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln.
In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Mhm, okay. Gut, dann schnappen wir uns jetzt hier mal, was ihr da gerade erledigt habt. Hier, was war das? Nochmal so ein Scavenger. Die haben doch das Fleisch garantiert. Ja, die lassen das immer alles liegen, das gute Zeug. So, und dann gehen wir auch zurück, weil wir haben keine Lebensenergie mehr. Also so viel zum Thema, wir gehen mal raus und versuchen mal was zu sammeln. Aber wir haben ja schon ein paar Sachen eingesammelt. Vielleicht können wir was verkaufen. Wir haben ja die alte Spitzhacke und ja, irgendwie noch so anderen Kram, Becher und all so ein Zeug. Ich meine, das wird bestimmt nicht viel Erz bringen, aber ein bisschen zumindest. Okay, sind wir jetzt hierher gekommen? Ich glaube, das ist doch der Rückweg, oder nicht? Mhm. Und ich glaube, wir müssen auch... Was haben wir hier? Eine Steinwurzel. Auch die nehmen wir noch mit. Mal gucken, ob wir später noch Tränke brauen lernen oder irgendwie sowas. Ich glaube, jetzt könnten wir das noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich zu irgendeinem Zauberer oder Alchemisten. Aber im Laufe des Spiels kann das ja noch werden. Und ich glaube, wenn wir da hinten mal zu dem Feuer gehen, dann können wir unser Fleisch braten. Zumindest ist das in anderen Spielen von Piranha Bytes so. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier nicht anders ist. Vielleicht brauchen wir dafür noch eine Pfanne. Oh, wer bist du denn? Was macht ihr denn hier? Kampiert ihr hier? Oh. Können wir denen das Zeug klauen? Werden die dann böse? Ihr seid Butler, okay. Hallo? Ja, genau, was macht ihr hier? Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben. Also zisch ab. Okay. Und du? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Ja, das haben wir ja schon gemerkt. Das verstehen wir. Komm, wir lassen euch auch mal hier euer komisches Fleischwanzen-Ragout und gehen mal wieder zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir im Lager nicht einen Händler finden, mit dem wir vielleicht mal... Ja, dem wir vielleicht mal unseren ganzen Ramsch verkaufen können, den wir nicht so wirklich brauchen. Und vielleicht finden wir da ja auch noch ein Lagerfeuer. Ich wollte da jetzt nicht drangehen, sonst hätte ich aus Versehen hinterher das Fleischwanzen-Ragout eingesammelt und die da bestohlen. Das wollte ich doch nicht. So. Was ist denn hier bei euch los? Okay, ihr habt da schon mal einen lustigen Fleischspieß. Kann ich denn auch... Nee, kann ich nicht. Okay, ihr seid alles auch namenlose Personen. Das heißt, mit euch kann ich nicht wirklich irgendwas anfangen. Irgendwie, ja, die lassen schon mal ab und zu so ein paar Infos fallen, aber so richtig wichtig ist das, glaube ich, nie. Okay, hier ist ein Koch. Kann der uns was beibringen? Hallo, wie heißt er? Scaff oder so? Hallo? Hör doch mal auf, Mensch. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Ja, das glaube ich. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Ja, gerne. Ja, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ja, was gibt's denn? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich habe da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Okay. Ja, wir wollen mal nicht wählerisch sein. Wir sagen mal, dass sich das super gut anhört. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Ja. Okay. Wo finden wir denn die Höllenpilze? Fleischschwanzen haben wir, glaube ich, sogar schon 2 erledigt, oder? Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Okay. Und Fleischwanzen gibt es wo? Finde ich Fleischwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. Okay, das hätten wir uns auch denken können. Gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Super. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Mhm. Okay, dann danke dir, Scaff oder wie auch immer du heißt. Wir kommen dann später nochmal wieder. Ja, bist du hier irgendjemand? Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst... Heute ist nicht der Tag. Ja, das haben wir auch so, schon gemacht. Warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ja, wo ist er denn? Wo bist du denn?
Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist ja, normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Okay. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Ja, aber wir haben ja schon gehört, dass der Neck irgendwie... Ja. Achso, ja, vielleicht können wir jetzt was sagen. Wegen Neck. Wir haben das ja gerade rausgefunden hier, was noch der Skeff gesagt hat. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, das wusste er wahrscheinlich auch schon. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Mhm. Okay, ja, dann halten wir mal Ausschau nach Neck, ob wir den finden. Okay, aber wir brauchen jetzt immer noch irgendeinen, der mal mit uns handelt. Buddler und Schatten, euch lassen wir mal links liegen. Hier ist offenbar die Arena. So sieht mir das zumindest aus. Und hier kann man sich dazu anmelden, zu kämpfen oder so. Hallo Sketty, was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, neue Kämpfer an und so weiter. Mhm. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Okay, wir müssen definitiv kämpfen. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Naja, wir haben ein rostiges Schwert und keinerlei Erfahrung. Ich glaube, das machen wir lieber mal später. Ich will wetten, trainierst du auch Kämpfer? Ja, okay, wir haben keine Lernpunkte, das ich bringt uns jetzt nicht. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Mhm. So, wetten wollen wir nicht, wir haben kein Geld und trainieren können wir nicht, dann gehen wir mal weiter. Das hier sind alles Kämpfer vermutlich. Wir brauchen einen Händler. Mit den anderen sprechen wir natürlich auch noch. Mit allen hier, aber ein Schatten, nee, ach Mann. Hier muss man doch irgendwo sein Zeug verkaufen können. Und die Sache ist ja auch noch die, wir müssen eigentlich mal irgendwas haben, um... Oh, das hört sich nach Fleischschwanzen an. Treiben die sich hier irgendwo rum? Die brauchen wir doch. Oh, eine Truhe? Wollen wir es einfach mal wagen? Ach komm. Speichern wir einfach nur mal. Gucken wir doch mal, was da so drin ist. Immer wieder dieselbe. Eine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ach, wir müssen den Dietrich benutzen. Okay. Mist, wieder von vorne, der Dietrich ist abgebrochen. Okay, wir haben keinen Dietrich mehr. Okay, alles klar. Okay, man muss dann so ein kleines Minispiel spielen. Stimmt, dann muss man nach rechts oder nach links drücken. Und je nachdem, ob es richtig ist oder nicht, dann macht es einmal Klack oder der Dietrich bricht ab. Zumindest jetzt, wo wir noch nicht im Schlösserknacken geübt sind. Später wird das dann, glaube ich, ein bisschen leichter. Jetzt gerade allerdings nicht. Und wir haben jetzt keinen Dietrich mehr. Ich bin Mordrak. Ach, von dir haben wir doch gehört. Lauf doch mal nicht durch uns durch. Ja. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Du hast ein Problem. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Zeig mir deine Ware. Dann zeig mir doch erstmal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Mal gucken, was du so Schönes hast. Ach so, seins ist links und meins ist rechts, oder wie? Ja, ne? Zähne, die sind aber irgendwie nicht richtig texturiert, glaube ich. Becher. Schüssel, Fackel, Erzbrocken. Erzbrocken hatte er 11. Dietriche hat er. Die könnten wir ganz gut gebrauchen eigentlich. Ja, aber der hat ja sonst nur Mist. Ich dachte, der hat jetzt ein paar Waffen oder sowas. Hm. Okay, wenn wir jetzt unser Zeug verkaufen. Der Becher ist 4 Erzbrocken wert, aber dafür werden wir ja nicht 4 Erzbrocken bekommen. Die Münze ist gar nichts wert. Ja, toll, die behalten wir. Okay, was bekommen wir denn dafür? Ah ja, wir bekommen die Hälfte von dem, was es wert ist. Eine Fackel, die können wir vielleicht gebrauchen sogar. Wanzenfleisch brauchen wir auf jeden Fall.
Schriften, das behalten wir. Tränke, Nahrung. Nahrung sollten wir auch behalten. Das wäre blöd, das zu verkaufen. Waffen, ja. Okay, wir verkaufen jetzt mal unseren alten Kram hier. Er hat, wie viel? Er hat 11 Erzbrocken. Dann verkaufen wir das und die Spitzhacke, die brauchen wir auch nicht mehr. Und oh, wir haben ein altes Schwert und haben das rostige Schwert ausgerüstet. Ja, das ändern wir aber doch mal. Okay, dann verkaufen wir noch ein paar Pfeile. Oh, so viele wollte ich jetzt gar nicht. 12. 11. Ja, dann können wir nicht einen Pfeil wieder zurücknehmen. Wie macht man das denn, dass man nur eine bestimmte Anzahl davon... Kann man nicht auch nur einen davon irgendwie wegmachen? Muss ich gleich den ganzen Stapel verkaufen? Ah, ich weiß es nicht so genau, wie das jetzt geht. Dann behalten wir den Knüppel, dann ist das 11 wert und nehmen uns seine Erzbrocken. Dann sind wir jetzt schon mal dem... Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Annehmen. Okay, das hat geklappt. Dann sind wir schon mal der Karte ein ganzes Stück näher. Dann fehlen uns nur noch 9 Erzbrocken, wenn wir nicht wieder ausgenommen werden hier. Du hast ein Problem, das sagen wir ihm nicht. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Auch das sagen wir ihm nicht, weil ich weiß nicht so genau... Ja, ich weiß noch nicht so genau, was da die beste Lösung des Problems ist. Vielleicht reden wir erstmal nochmal mit anderen, aber wir sprechen ihn darauf hier mal an. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Und wie werde ich einer von euch? Wie? Das kann ich ihn jetzt nochmal fragen? Sagt er dann dasselbe? Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel. Ja, okay. Gut, danke. Das hilft uns jetzt mal überhaupt nicht weiter. Und jetzt ist ja auch immer noch die Frage, wo können wir denn eigentlich schlafen? Können wir beim Diego unterkommen? Würde das gehen? Lässt er uns da pennen? Weil es wird langsam dunkel und, ja, schlafen ist immer schön die Variante für... Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Dexter, ja. Schlafen ist bei Gothic immer eine gute Variante, wenn man kein Essen und keine Heiltränke verbrauchen will. Dann, ja, dann geht man einfach pennen und hat am nächsten Tag wieder volle Energie. Ja, was ist denn Sumpfkraut? Das ist so haschisch. Neu hier, was? Man kann es rauchen. Wird ja, genau. Sehr entspannend. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. Ach, das weiß ich ja noch gar nicht, ob wir das wollen. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Ich will erstmal den Rest kennenlernen. Okay, dann zeig mir doch mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Okay, er hat hier so ein paar Joints. Schwarzer Weiser und was ist das? Traumruf, oh je. Und grüner Novize, okay, das machen wir ein anderes Mal vielleicht. Oh, der hat ja richtig Geld am Start hier, der hat ja richtig Erzbrocken dabei. Ja klar, wenn der mit dem Zeug hier handelt, wundert mich das auch nicht. Dietricher hat er ganz viele und der hat auch eine Karte für 50. Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten, okay? Das ist bei der Karte, die wir bei dem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, bei dem kaufen können, ist das mit Sicherheit komplett. Gucken wir erstmal, was wir hier verkaufen können. Wir machen erstmal keine zu großen Sprünge und kaufen erstmal was. Und verkaufen erstmal was natürlich. So, die Nahrung behalten wir. Das müssen wir auch behalten. Und die Fackel brauchen wir leider auch. Die Becher können wir noch verkaufen. Ja, toll. 5-mal Erz. Okay. Wie können wir denn jetzt nur 5 Erzbrocken hier rüberschaufeln? 10. Ach, das muss doch irgendwie gehen. Moment mal. Ah, okay. So. Ja, dann machen wir das doch auch. Nehmen das an und haben erstmal auch schon so ziemlich alles von unserem Zeug verkauft. Und mehr haben wir ja jetzt eigentlich nicht dabei, was wir, auf das wir verzichten können. Das ist schlecht. Wo ist denn jetzt der Diego? Wir müssen doch mal pennen gehen. Hallo Dusty. Wo ist Diego? Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parvest da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Ja, genau, dann geh doch einfach. Nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Aber zur Sekte Weil gehen, ich weiß sicher nicht. Ich bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er.
Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Okay. So, wir suchen doch jetzt mal Diegos Hütte. Die muss hier doch irgendwo sein. Hier sind wir doch auch hergekommen. Sind wir hier noch nicht komplett einmal rum? Oh, hier oben ist Endstation. Da müssen wir wohl wieder runter und einmal hier unten rumgehen. Irgendwo hier muss der Diego doch sein. Wir sind doch jetzt bestimmt schon einmal komplett im Kreis gelaufen. Das kann doch gar nicht anders sein. Hallo Whistler, mit dir reden wir ein anderes Mal. Wir wollen jetzt erstmal pennen gehen. Der Mond geht schon auf und ja, es wird langsam dann doch recht spät. Und wir brauchen auch wieder mal volle Energie. Okay, da ist nicht Diegos Hütte. Es ist ein bisschen unübersichtlich hier, finde ich. Oh, okay, Neu was willst hier, du? Was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ja, wir deins auch nicht. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Okay, was gibt's denn? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelassen Alle suchen sie Neck. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn ja, das machen wir ja schon für drei andere Leute. Ich lege ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Ja. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ja, das wissen wir. Das hat Diego uns ja sogar gesagt. Okay, dann werden wir mal sehen, ob wir ihn finden. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen. Seit Neck verschwunden. Ja, mit Fletcher haben wir schon gesprochen. Der weiß ja auch nichts. Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Ja, wissen wir doch schon. Okay. Wenn wir Neck finden, dann werden wir es dich wissen lassen. Okay, hier ist der Eingang. Da links. Dann muss ja da auch Diegos Hütte sein. Sitzt er da noch vor? Ja, er sitzt. Er sitzt am Lagerfeuer. Okay, hier ist, glaube ich, Diegos Hütte. Gehen wir mal rein, mal gucken, wie der reagiert. Da hat er nichts gegen. Glaube ich. Okay, dann sag ich mal, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Es war wieder sehr viel Dialog, wenig Spiel, aber wir sind halt auch noch sehr schwach. Das wird sich in Zukunft noch ändern. Da werden wir ein bisschen mehr kämpfen können und ein bisschen mehr reisen und dann wird das Ganze auch noch ein bisschen interessanter. Und jetzt würde ich sagen, ja, machen wir es uns erstmal gemütlich und gehen schlafen. Gute Nacht und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.